Wenn uns Roboterdamen schöne Augen machen und auf einmal die Transformers auf der Bühne tanzen, dann kann das nur eins bedeuten: Es ist wieder IFA. Wir sind für euch eingetaucht ins Messegeschehen und haben uns umgeschaut nach Neuheiten, nach Trends und vor allem auch nach all den Kuriositäten, die man normalerweise eher nicht zu Gesicht bekommt. Ah, so schön grün alles hier. Und das hat auch seinen Grund, denn die diesjährige IFA stand unter dem Motto Sustainability, also Nachhaltigkeit. Jeder wollte hier zeigen, wie super effizient seine aktuellen Geräte sind. Und natürlich durften auch die Bilder von recycelten Fischernetzen und Plastikteilen nicht fehlen. Den größten Fokus hat LG darauf gelegt. Die haben nämlich kurzerhand einen Workshop aufgebaut, bei dem man mit diesen Teilen dann ein bisschen rumspielen konnte. Das war natürlich insbesondere für Kinder eine ziemlich nette Angelegenheit. Und auch die Kooperation mit Playmobil, die ich noch nicht so auf dem Schirm hatte, passt wie die Faust aufs Auge. Hier der gute JJ, der Modebewusste. Dazu die Kücheninfluencerin Nora, ganz zeitgemäß. Und klassisch der Techniker Henry im Hintergrund. Also Nachhaltigkeit, das große Thema der IFA 2023. Keine wirkliche Rolle spielte das bei den meisten chinesischen Anbietern, aber trotzdem hatten die ein paar ganz spannende Sachen, die ich mir angeschaut habe, unter anderem der Hersteller Konka. Der baut nämlich Fernseher mit webOS und der ein oder andere wird wissen, das gehört eigentlich zu LG. Das heißt, da ist eine offizielle Kooperation, sogar mit der Magic Remote Fernbedienung, fand ich ganz spannend. Logischerweise gibt es entsprechend auch OLED-Fernseher, also man kann im Prinzip sagen, das chinesische LG. Ob es auf den deutschen Markt kommen wird, ich weiß es nicht und da wären wir auch schon beim nächsten Thema, denn Micro-LED war das Hype-Thema der letzten Jahre, sieht auf dem Datenblatt immer erstmal super aus, sieht auch in Natura erstmal super aus, ist ja quasi der Nachfolger für OLED und wird schon seit Jahren gehypt, ist aber nach wie vor nicht marktreif und das merkt man, wenn man ein bisschen näher rangeht, denn der Fernseher ist in verschiedene Segmente unterteilt, so macht das ehrlicherweise noch keinen richtigen Spaß, ist aber trotzdem spannend zu sehen. Ja, 8K gab es auch noch so ein bisschen, das war aber eher am Rande positioniert, also da haben auch andere Hersteller keinen wirklichen Fokus mehr drauf gelegt, das Thema scheint durch zu sein. Ob das hier das nächste große Ding wird, ich wage es ja zu bezweifeln, aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch schon immer mal eine Waschmaschine extra für eure dreckigen Unterhosen und Socken gewünscht habt. Wir bleiben noch ein bisschen in China und schauen bei KTC vorbei. Die bauen auch Fernseher und Monitore und die hatten dieses interessante Stück im Sortiment, einen Fernseher extra für Kinder. Wir sehen schon Glass Testing Zone und ja, hier wird scharf geschossen. Also der Fernseher, der soll einiges aushalten können. Ob man es braucht, ich weiß es nicht. Das gleiche gilt für die Sachen, die Chang Hong so gezeigt hat. Mit am sinnvollsten fand ich dann noch diesen 288-Hertz Fernseher, wenn er das denn wirklich hinbekommt. Ein relativ gewöhnlicher OLED-Fernseher war natürlich auch ausgestellt, um den Unterschied zeigen zu können zu einem transparenten OLED-Fernseher. Mir erschließt sich nach wie vor nicht so der Einsatzzweck, aber cool ist es trotzdem irgendwie. Und das gilt auch für diesen Rotating TV, also ein Fernseher, der rotieren kann. Hat ein bisschen gedauert, bis wir den Knopf auf der Fernbedienung gefunden haben, die chinesisch beschriftet war, aber wir haben es am Ende hinbekommen und ihr seht schon, wie so ein Tablet, dauert das kurz und ändert dann ins Hochkantformat. Also vielleicht, falls ihr TikTok-Videos im Wohnzimmer schauen wollt, ist das der Fernseher eurer Wahl. Drüben bei Hisense könnte man meinen, dass man sich am Samsung-Stand befindet, abseits der etwas anderen Buchstaben, denn die Herrschaften haben tatsächlich eine Baureihe ins Leben gerufen, die mich doch sehr stark an die The Frame TVs erinnert, also Fernseher, die sich möglichst unauffällig in die Umgebung integrieren sollen und idealerweise aussehen sollen wie ein Bild. Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten natürlich eigentlich grober Unsinn. Und das gleiche gilt auch für diese Technologie, die aber immerhin was Neues war, denn die kann zwei Projektoren nebeneinander positionieren, dass die ein gemeinsames Bild anzeigen. Da muss natürlich dann der Abstand ganz genau stimmen, also eher nicht praktikabel für den Haushalt, trotzdem lustig, das mal in Aktion zu sehen. Mit dem 120 LX gab es auch noch eine echte Neuheit zu sehen, denn das ist der erste 8K Ultra-Kurzdistanz-Projektor. Und das ist nicht wegen der 8K spannend, sondern weil hier ein nativer 4K-Chip zum Einsatz kommt, der ganz neu von Texas Instruments auf den Markt gebracht wurde. Das gab es bislang so nicht, also alle Ultra-Kurzdistanz-Projektoren waren unter der nativen 4K-Auflösung gefangen, weil es da halt einfach technisch nichts anderes gab und jetzt geht das endlich. Schauen wir noch bei TCL vorbei. Neben diesem riesengroßen Protzfernseher, den sich kein Mensch jemals wird leisten können, gab es für den medizinischen Bereich einen 32 Zoll 8K-Fernseher mit 3D ohne Brille. Und das Ganze funktionierte tatsächlich ganz gut und ergibt in dem Bereich auch wirklich Sinn. Dann hat man noch ganz stolz präsentiert, dass man in der Lage ist, OLEDs zu drucken und das hat den netten Nebeneffekt, dass das Ganze faltbar wird. Also wir haben hier im Prinzip ein übergroßes Samsung Galaxy Fold oder Flip, je nachdem wie man das betrachten möchte und ich denke der Einsatzbereich wäre dann beispielsweise bei Laptops.
OLED-Panels kommen auch bei dieser zunächst etwas unscheinbaren Brille zum Einsatz, aber ihr seht, da führt ein Kabel raus und das kann auf der anderen Seite dann beispielsweise ins Steam Deck gesteckt werden, zieht sich dann das Bild und den Strom daher und projiziert ein 215 Zoll großes virtuelles Display vor eure Augen, was auch wirklich hoch aufgelöst ist. Also das Ergebnis war ziemlich überzeugend, man konnte da so ein Autorennspiel spielen und das sah schon sehr, sehr gut aus. Also Farben super knackig, das Ganze auch responsiv, ziemlich coole Sache und natürlich auch mit anderen Geräten verwendbar. Weiter ging's in der Smart Home Halle oder man könnte auch sagen dem Schaulaufen der MyDeals Marken, denn hier waren wirklich einige alte Bekannte vertreten, darunter natürlich Riolink mit seinen solarbetriebenen Überwachungskameras, aber auch Shelly und die hatten sich was ziemlich cooles ausgedacht für die Messe, denn auf dieser übergroßen Anzeigetafel wurden einfach interne Statistiken dargestellt, also wie viele Verkäufe gab's heute, wie viele Installationen, wie viele Szenen wurden aktiviert, pipapo, das alles hier sichtbar. Den Bastlern unter euch dürfte Tasmota was sagen, das ist eine Custom-Firmware für diverse Smart-Home-Geräte, ich habe mir selbst so ein bisschen was geflasht. Den ganzen Prozess kann man sich hier aber sparen bei den Produkten von Nuus, ich hoffe ich spreche es richtig aus, der geht nämlich hin und flasht das einfach schon von Haus aus auf einige seiner Geräte, die natürlich dann entsprechend auch größtenteils mit WLAN laufen. So ein paar Zigbee-Komponenten gibt's auch, aber am spannendsten fand ich eigentlich diesen, man muss es so sagen, Shelly One-Klon. Sieht natürlich relativ ähnlich aus wie das Original, könnte vielleicht ein Ticken kompakter sein als die alte Variante, ich habe jetzt nicht nachgemessen, wird aber auch unter Putz verbaut. Also quasi hinterm Lichtschalter, ihr braucht einen Neutralleiter, ihr kennt das ganze Spielchen. Aber ich denke, Konkurrenz kann da nie schaden und wenn der Preis entsprechend ist, warum nicht? Aquara ebenfalls, meistens mit guten Angeboten bei uns vertreten und die hatten eine Nachrüstlösung für bereits vorhandene Jalousien. Das Ganze entweder, indem einfach nur an der Schnur gezogen wird oder indem der komplette Motor ausgetauscht wird. Aber es muss halt nicht der komplette Rollladen an sich ausgetauscht werden, was das Ganze günstiger machen dürfte. Dann habe ich noch bei Yeelight vorbeigeschaut, die dürften den ein oder anderen von euch bekannt sein wegen ihrer Lampen, also der schönen Deckenleuchten mit LED, die auch in der Vergangenheit aus den China-Shops relativ erschwinglich waren und in vielen MyDeals-Buden hängen dürften. Die haben jetzt aber eine komplett neue Serie gestartet, ihr seht es bereits an den RGB-Farben hier. Es geht um Gaming. Und das habe ich mir natürlich so ein bisschen demonstrieren lassen direkt und erklären lassen. Und es ist wohl so, dass man hier auf das Konzept setzt, was auch schon von Philips und vor allem von Govee bekannt ist. Das heißt, alles ist mit allem irgendwie synchronisiert. Gerade auf dem PC funktioniert das Ganze dann natürlich auch ohne irgendwie externe Boxen, weil man einfach eine App bzw. eine kleine Software laufen lassen kann, die zum Beispiel den Bildschirminhalt analysiert und das entsprechend an die Leuchten weiterreicht. Also, dass wir im Prinzip diesen Ambilight-Effekt haben, wie wir das von den alten Philips-Fernsehern schon kennen. Aber auch diverse andere Komponenten, die sich hier irgendwie hinzuschalten. Also ihr seht diese lustige Uhr, die kann man komplett umprogrammieren, das heißt, die kann auch gänzlich andere Dinge anzeigen. Mir wurden als Beispiel Twitch-Zuschauer genannt, also vielleicht ist das ja auch was für uns im Studio, da können wir uns diese kleinen Würfel an die Seite basteln und dann mal überlegen, wie wir damit rumspielen. Und zuletzt schauen wir noch auf der IFA Next vorbei. Für mich persönlich immer so ein kleines Highlight, denn die Ideen hier sind zwar, ich sag mal, etwas unkonventionell, aber man merkt den Leuten am Stand meistens die Begeisterung für ihre Produkte an, weil die im Zweifelsfall selbst entworfen haben. Den Anfang macht hier der sogenannte Prinker, das ist ein Tattoo-Drucker, bei dem ich es mir natürlich nicht hab nehmen lassen, einfach mal unser MyDeals-Logo in die App reinzuladen und den netten Herrn am Stand zu bitten, mir das Ding auf den Arm zu dübeln. War er auch direkt dabei, ist also hingegangen, hat meinen Arm erstmal desinfiziert, das Ganze dann miteinander per Bluetooth gekoppelt, einmal draufgedrückt, wird dann einfach über den Arm drüber gerollt und tada! Das erste offizielle MyDeals-Tattoo. Geht natürlich nicht unter die Haut, sondern hält bis zur nächsten Dusche, ist also Weihnachten dann bei mir wieder weg. Beim Blue Vent Mumu würde ich für den deutschen Markt vielleicht nochmal überlegen, ob ich den Namen ein bisschen abändere, aber das Produkt an sich ist eigentlich ganz interessant, denn es geht um einen Komposter. Das heißt, anders als so ein normaler Komposter im Hinterhof, macht das Ding hier innerhalb von 4 Stunden aus euren Küchenabfällen tatsächlich verwertbaren Kompost, den ihr dann ins Blumenbeet streuen könnt. Das Ganze funktioniert, indem die Reste einfach in dieses Teil reingegeben werden, es wird erhitzt, es wird durchgerührt und am Ende kommt ja quasi Erde bei raus. Auf heiß folgt kalt mit einem Produkt der Traditionsfirma Ritter, normalerweise eher bekannt für hochwertige Aufschnittmaschinen, haben sich aber jetzt mit Bisa offenbar ein Startup einverleibt und vermarkten jetzt diesen überdimensionalen Getränkekühler, der für nichts anderes da ist, als Flaschen oder auch Dosen innerhalb kürzester Zeit wirklich auf gut trinkbare Temperatur runterzukühlen. Hier für die Dose wird 3 Minuten versprochen. Davon musste ich mich natürlich persönlich überzeugen, aber der Herr am Stand hat mir auch das Konzept erklärt, denn im Inneren herrschen zum einen minus 35 Grad, also ist wirklich sehr kalt und zusätzlich wird die Dose in Rotation versetzt und dadurch verteilt sich dann auch das Kalte viel, viel besser, als wenn sie einfach nur liegen würde, wie in einem stinknormalen Kühlschrank oder Eisschrank. Und naja, ich habe auf die Uhr geschaut, es waren tatsächlich 3 Minuten, ich habe es dann in die Hand genommen, es hatte ideale Trinktemperatur und vorher war es warm. Immer ein Garant für kuriose Ideen sind Produkte für Tierbesitzer und vor allem für Katzenbesitzer. Ich weiß nicht, was das ist, vielleicht sind die besonders empfänglich dafür. Aber hier geht es darum, ja, seinen kleinen Begleiter zu vermessen, und zwar von Kopf bis Fuß. Da geht es auch um solche Dinge wie die Muskelmasse und auch diverse andere Parameter. Ja, und ich meine, wenn der Stubentiger zu fett ist, dann muss er halt aufs Laufband.
Sowohl für Katzen als auch für Hunde geeignet ist PetNow, eine Identifikationslösung per App, die den Chip ersetzen soll. Dazu muss der Hund natürlich registriert sein und das Ganze funktioniert über die Nase, weil das offenbar unserem menschlichen Fingerabdruck entspricht. Wusste ich auch nicht. Und wenn er dann als vermisst gemeldet wurde und von jemand irgendwo auf der Welt gescannt wird, werden die Daten angezeigt, damit der Vierbeiner wieder zu seinem Besitzer findet. Bei Katzen funktioniert das Ganze übrigens nur über das komplette Gesicht, weil die Nase einfach zu klein ist, aber zumindest hier im Test mit den bereits registrierten Subjekten hat das Ganze gut funktioniert, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Und es bleibt süß, denn dieser Hersteller namens Davolink, der Router baut, hat sich eine in meinen Augen so simple wie geniale Lösung überlegt, um die Router ein bisschen ansehnlicher zu machen. Der hat nämlich einfach Kevin und Bob gebaut, das heißt die beiden Minions, die man auch aus den Filmen kennt, die beinhalten jeweils die entsprechenden Anschlüsse und WLAN-Empfangstechnik und integrieren sich einfach deutlich hübscher in die Umgebung als so ein stinknormaler grauer, weißer oder schwarzer Kasten. So, das war unser kleiner persönlicher Überblick zur IFA. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und habt vielleicht auch ein bisschen was gelernt. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen honoriert und auch gern den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert.